Schauen wir doch mal, was die netten Bürger hier in Köln über Nicole und Marco so zu berichten haben. Ich habe jetzt hier so zwei Bilder und wir werden jetzt mal eine kleine Umfrage starten. Also mitkommen. Was denken Sie denn, wie alt der Herr ist? 45. Schöne Frage. Wir machen eine Umfrage für eine Hochzeit. Was denkst du denn, wie alt er ist? Wer da? Ja, wer da? 33. Wer sagt es um die 40? Der Alte sagt es um die 40. 33? Über 50 Jahre? Ja. 50 Jahre, Marco? 30. Auch 30? Was meinen Sie denn, wo die beiden sich kennengelernt haben? Karneval. Auf dem Karneval? Beim Fußballspielen. Wie hat er ihr den Antrag gemacht? Nachdem er ein Tor gemacht hat, ist er auf dich nie gegangen und hat sie gefragt. Was denken Sie denn, wie alt die Dame ist? 40 Jahre. Oh, Nicole. 30. 30? Ist süß, ne? Ja. 30. 30 Jahre. Was denkst du denn, wie alt dieses Mädel ist? Oh. 29? 20. 20. Super. Ganz spontan. Und sie ist? 29. Findest du die heiß? Ist schön, ja. Schön. Was denkst du denn, wie alt sie ist? 20. Geht doch. 20. 26? Was er so beruflich macht, was könnte es sein? Steigblase. Superamter. Ja, im Supermarkt. Ein Filialleiter im Supermarkt. Und was macht er beruflich? Urlaub. Er wohnt in Dortmund, aber er ist der totale Bayern-Fan. Das haben Sie gedacht. Haben Sie es gedacht, ne? Weil Sie tragen ja auch für Rot. Genau. Ne? Ganz klar gesagt. Oder erster FC Köln, oder? Passen die beiden denn gut zusammen? Ja. Ja, schönes Pärchen? Ja. Ja, ne, finde ich auch. Was denkst du denn, wie sie heißt? Ganz spontan. Jasmin, Yvonne. Jasmin, Yvonne. Tamara. Anna. Anna? Lisa? Und was hast du? Natascha. Natascha. Kevin. Kevin ist gut. Was macht denn der Kevin so beruflich? Sportmoderator. Hey. Und er heißt? Michael. Und sie heißt? Tatjana. Saskia. Jacqueline. Er auf Italienisch, wie könnte er heißen? Tommaso. Ich denke Frank. Das ist der Peter. Frank, keine Ahnung. Frank. Maria. Dann gib mir doch mal einen italienischen Namen. Laura. Was meinst du, was sie beruflich macht? Die Dame? Ja. Friseurin. Sie ist bestimmt Friseurin, so gut wie ihre Haare aussehen. Oder Kosmetikerin. Irgendwie in die Richtung. Irgendwas Schönes auf jeden Fall. Ja. Das ist eine Go-Go-Tänzerin. Eine Go-Go-Tänzerin. Und was macht der Herr? Management. Im Management? Fußballtrainer. Ganz spontan. Manager. Wie hat er ihr wohl den Antrag gemacht? An der Go-Go-Stange natürlich. Was sagst du? An einem Schloss. Meinst du, die beiden passen gut zusammen? Frank und Sabine? Ja, würde ich sagen. Ja? Was denkst du denn ganz spontan, wo haben die beiden sich kennengelernt? Ich hoffe nicht im Internet. Ey, du siehst super aus. Bist du auch auf der Hochzeit eingeladen? Ich bin ein Clown, ja. Als Clown kommst du? Genau. Ich denke, ich kenne die auch. Woher aber kennst du sie? Irgendwo aus Köln. Was denkst du denn, wie sie heißt? Laura. Laura. Und er heißt? Patrick. Coole Namen, gefällt mir. Obwohl er sie sieht so wie Matthias Sammer aus. Wie Matthias Sammer. Also, wie hat er diesen Antrag gemacht? Im Stadion aufgestanden und laut geschrieben. Laut geschrieben? Heirate mich. Laura. Laura, so mit russischen Pronouns. Achso, er ist Russe? Er ist nicht Russe, er ist Matthias. Schön Outfit. Wir brauchen jetzt für den Marc noch ein Outfit für die Hochzeitsnacht. Drei verschiedene Antworten, drei verschiedene Meinungen. Was wünschen die beiden denn zur Hochzeit? Einmal die Grüße in die Kamera ausrichten. Viel Glück. Bei Marc und Nicole, viele herzliche Glückwünsche. Ja, super. Ja. Findet ihr, die beiden passen gut zusammen? Schon. Ja? Auf jeden Fall. Die beiden heiraten jetzt am Samstag. Wie findet ihr das? Schön. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Passen die beiden gut zusammen? Amore, amore? Ja. Was wünschen Sie dem Brautpaar? Viel Glück. Was wünschst du den beiden? Marco und Nicole. Ja, Marco und Nicole. Darf ich auf Italienisch stehen? Auf Italienisch? Ja, ja klar.
Grüße. Das heißt, was Besonderes. Ja, multikulturell in Köln. Tanti auguri per il matrimonio, tanta felicità e spero che abbiate un futuro splendido insieme. Un grande abbraccio, baci e festeggiate. Baci, felicità. Congratulazioni für das Hochzeitspärchen. Was heißt Hochzeit? Auf Italienisch? Matrimonio. Matrimonio. Felicità, matrimonio, amore. Dann könntest du noch ein paar Hochzeitsgrüße in die Kamera an das Brautpaar senden. Ja. Die sehen das jetzt, die sind live. Schöne Grüße, live? Live, die sitzen da gerade und gucken genau zu. Schöne Grüße, schöne Hochzeit, feiert schön. Lasst euch gut gehen. Ja, schöne Grüße, alles Gute, viel Glück und ja, schöne Hochzeit. Super, danke. Was wünscht dem Brautpaar? Ja, alles Liebe und dass sie immer zusammenbleiben. Wir möchten gerne, dass du dem Brautpaar ein paar nette Grüße in die Kamera aussendest. Yvonne, Michael, ich wünsche euch alles Gute, behaltet das Romantische und ja, viel Erfolg auf eurem weiteren Lebensweg. Wir kommen gerade zu. Ich wünsche dir alles Gute auf jeden Fall. Sehr schön, das hast du sehr schön gesagt. Für Thomas und Jacqueline, die besten Wünsche. Marco und Nicole, alles Liebe, alles Gute für die Zukunft, viel Glück und Gesundheit. So ihr Lieben, und auch ich, für eure Lundi, wünsche euch alles Liebe von ganzem Herzen im Namen der Eldaskos. Alles Beste dieser Welt, lasst euch feiern, lasst euch tragen, dass das Leben euch nur mit positiven Dingen beschenkt und immer Gesundheit und Glück auf eurer Seite sind. Ich liebe euch, alles Gute. Muah.